Ja, jetzt zum Thema raus aus der Komfortzone. Ein Thema, das uns alle befasst und auch immer mitträgt. Wer den nächsten Schritt machen will, muss die Komfortzone verlassen. Wer überholen will, muss seine Spur verlassen und wechseln. Zudem möchte ich euch ganz herzlich so, voilà. Unsere Produzenten, respektive Referenten vorstellen. Herzlich willkommen, Peter Mettler. Peter hat schon sehr viele Jahre Erfahrung, ist Torhütercoach vom HC Davos und wird uns heute natürlich näher bringen, was das heißt, mit Top-Athleten, solche Top-Athleten raus aus der Komfortzone zu locken. Dann haben wir Robert Meyer, aktueller Torhüter beim HC Davos, wie Sandro Eschlimann. Herzlich willkommen auch Sie beide. Sie werden heute sicher auch erzählen, was Sie so erlebt haben und eben was das bedeutet, die Komfortzone bis an die Spitze, wo Sie heute sind, zu verlassen und werden gute Beispiele bringen. Mein Name ist Thomas Bäumle und ich bin euer Produzent. Bevor ich Peter das Wort gebe, möchte ich euch noch sensibilisieren mit der neuen Lernform. Die Frage ist ja, wie lernen Athleten und Trainer heute überhaupt und auch in der Zukunft? Oder anders gefragt, wie vermitteln Trainer heute und in der Zukunft? Ist es einfach die Pandemie, die uns fordert? Oder können wir auch diese Technologie für die Zukunft nutzen? Ich möchte euch aufzeigen, dass wir uns Gedanken machen, innerhalb der Lernmittelstrategie einen Platz zu finden für Webinars oder Online-Workshops. Nämlich Bedürfnisse zu wecken von leichter, effizienter Ausbildung, aktuelle und interessante Inhalte aufzubereiten und kostengünstig zeitlich von uns Produzenten für euch Teilnehmer, sei es Athlet oder Coach, zu präsentieren. Vielleicht gelingt es uns, einen Kalender parallel neben den anderen Ausbildungsmodulen anzubieten, mehrsprachig aufzubereiten, in den Systemen wie Ausbildungsstruktur oder Label einzubinden und verschiedene Zielgruppen zu definieren, sei es der Athlet oder der Trainer oder weitere Zielgruppen, die Bedürfnisse haben an Ausbildung. Ich bin überzeugt, mit eurer Unterstützung kann dieses Bildungsformat eine Ergänzung werden zum Standardformat. Wichtig ist natürlich auch, dass wir den Zusammenhalt und den Austausch weiterhin pflegen. Ich bin sicher, so ein neues Bildungsformat hat durchaus seine Stärken, seine Schwächen, Chancen und Gefahren. Dieses Format ist zeiteffizient, repetitiv möglich und in klarer Struktur einfach aufbereitet. Natürlich hat jede Lernform auch seine Schattenseiten. Interaktion und Emotionen sind limitiert. Der Kontakt zwischen den Teilnehmern, sich gegenseitig zu motivieren und die sozialen Momente zu genießen, all das sind die Kehrseiten dieses Formats. In diesem Sinne glaube ich, dass der Methodenmix für die Zukunft ein Format sein kann für Trainer- und Athletenbildung und diese noch effizienter zu gestalten und voranzutreiben. Helft mit, liebe Coaches, diese Ausbildungskultur zu entwickeln, während aber auch nach der Pandemie. Wir sind am Lernen.
Darum vielen Dank fürs Verständnis, wenn nicht gerade immer alles hundertprozentig abläuft. Auf dieser Seite möchte ich euch zeigen, wo ihr unsere nächsten Torhüter Online-Workshops einsehen könnt und ebenfalls für die nächsten Workshops anmelden könnt. Unter der Seite Swiss Ice Hockey, unter Development, Trainerbildung, Webinare, Workshops, Goalie-Workshops findet ihr den Weg zu unserem Angebot, das hoffentlich erweitert wird. Unter dem Link könnt ihr auch die verpassten Workshops nachschauen. In unseren Online-Workshops haben wir drei Rollen. Der Produzent, er führt sowie moderiert und ist zuständig für die Technologie während des Workshops. Der Referent, er soll sich auf den Inhalt konzentrieren können und wird am Schluss die Fragen beantworten. Und die Teilnehmer als Zuhörer und hoffentlich mit Fragen am Schluss in der Diskussion. Zudem bitten wir die Zuhörer, die Mikrofone während der Präsentation auszuschalten und nur in der Diskussion bei einer Frage wieder einzustellen. Vielen Dank für das Verständnis. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Vergnügen bei einer möglichen neuen Lernform mit interessantem Inhalt und hoffentlich bei einer effizienten Athleten- und Trainerbildung. Ja, Peter, jetzt könntest du übernehmen. Musst du noch schnell das Mikrofon einstellen? So. Bin ich online, Tömu? Siehst du meine Präsentation? Noch nicht. Nee. Und jetzt? Jawohl, jetzt kommt das sehr gut. Super. Kannst du noch, ja. So. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich möchte euch von unserer Seite auch herzlich begrüßen. Wir fühlen uns geehrt, dass wir da diesen ersten Torhüter-Workshop zu dritt durchführen dürfen. Wie ich gesehen habe, hat es einen bunten Mix aus vielen Sportarten. Männlich, weiblich, jung, alt und so weiter. Und das gibt sicher eine gute Gruppe, die dazu hört. Speziell begrüßen möchte ich auch Lars Weibel, Küsu Graf, Thomas Bäumle und ich habe sogar gesehen, dass die Torhüter, Nationalmannschaftstorhüter in der Schweiz, Janine Alder mitschaut. Das macht mich jetzt ein bisschen nervös, wenn solche Prominenz mitschaut. Gut, raus aus der Komfortzone. Was bedeutet das für uns? Ich möchte euch hier mit dieser Präsentation in ein Thema einführen, das für uns hier in Davos bestimmt und sicher auch in vielen anderen Orten und im Leben allgemein eine große Rolle spielt. Ist das deine Komfortzone? Fühlt sich wahrscheinlich gut an, mit dem Feuer im Hintergrund, schön, bequem, gemütlich. Ist das deine Komfortzone? Eher weniger, denke ich. Schöne Landschaft, aber ich persönlich möchte nicht dort sein. Auch dieses Bild, da befindet man sich nicht gerade in der Komfortzone. Das war nicht sehr angenehm. Das Bild ist entstanden 3 Minuten nach der Finalniederlage. Ich war damals noch Torhütertrainer der Nationalmannschaft in Kopenhagen, als wir gegen Schweden nach Penaltyschießen verloren haben.
dafür dann einen Tag später, da waren viele wieder sehr schön in ihrer Komfortzone drin. Dies ein paar Beispiele aus dem Leben, was Komfortzone sein kann und was nicht. Aber ich denke, das ist sowieso ein Thema, das sehr, sehr individuell ist. Nur kurz diese Folie. Komfortzone, Angstzone, Lernzone, Wachstumszone. Ich beginne klein bei der Komfortzone und weite die dann irgendwann aus in die Wachstumszone. Das ist die neue Komfortzone. Ich möchte euch nicht langweilen mit dieser Folie, aber dass ihr mal ein bisschen einen Überblick habt, wie ich mich aus meiner Komfortzone heraus bewege und was das mit mir macht. Sich aus der Komfortzone heraus zu bewegen, im Leben allgemein, ist nicht einfach. Aber wenn ich das gut mache, habe ich am Schluss einen Zuwachs und wachse als Mensch oder als Athlet oder was auch immer mich gerade, aus welcher Zone ich mich herausgeholt habe. Ich möchte auf die verschiedenen Zonen kurz eingehen, bevor wir dann auch Beispiele aus meinem Alltag nennen als Trainer. Beispiele dann aber auch vor allem, was euch wahrscheinlich sehr interessiert, aus dem Leben unserer zwei Torhüter in Davos, Sandro Eschlimann und Robert Meyer. Aber ich beginne zuerst mit diesem theoretischen Teil, damit sich jeder so ein bisschen das Bild machen kann, was wir alles durchgehen müssen, damit wir diese Komfortzone vergrößern können. In der Komfortzone fühle ich mich wohl. Da will ich sein. Alles ist wie immer. Es ist gewohnt, nichts Neues. Ich fühle mich sicher. Ich habe keine Konflikte. Ich habe alles unter Kontrolle. Eigentlich so, wie wir uns das Leben vorstellen. Aber wenn ich immer in dieser Komfortzone bleibe, bleibe ich stehen. Weil das Leben verändert sich, der Sport verändert sich, die Situation verändert sich. Wenn ich immer am gleichen Ort bleibe, bleibe ich stehen. Die Komfortzone muss sich also grundsätzlich immer wieder anpassen. Was bedeutet das jetzt? Wenn ich aus dieser Komfortzone rausgehe, komme ich zuerst in eine Zone, die mir Angst macht. Situation ist neu. Ich bin vielleicht in einem neuen Team oder ich spiele in einem anderen Stadion, wo ich weiß, da habe ich keine guten Erfahrungen und so weiter. Die Veränderung ist da. Ich bin raus aus der Komfortzone. Ich muss mich bewegen. Ich verliere vielleicht mein Selbstvertrauen, weil Angst ist immer ein schlechter Begleiter. Angst nimmt extrem viel Energie, Lebensenergie, sportliche Energie, nimmt Freude. Andere Meinungen beginnen mich zu stören. Wenn ich im Flow bin, stört mich vielleicht eine Aussage eines Trainers oder einer Mutter oder eines Mitspielers nicht. Wenn ich mich gerade aus der Komfortzone rausbewegt habe, stört es mich dann vielleicht, wenn ein Mitspieler gesagt hat, ja, dieses Tor hättest du verhindern können oder könntest du auch mal richtig mitspielen, es ist mühsam mit dir. Vielleicht habe ich dann auch Ausreden, warum es gerade nicht so läuft. Ich muss mich ja irgendwie in dieser neuen Zone zurechtfinden und rechtfertigen. Aber ganz klar ist, ich bin nicht mehr da, wo ich sein will. Und damit ich wieder in eine Zone komme, wo ich mich wohlfühle, muss ich etwas verändern. So wie es jetzt gerade ist, kann ich weder im Leben allgemein noch im Sport meine Leistung abrufen. Ich muss etwas verändern. Diese Zone ist sehr wichtig. Ich lerne dazu. Ich akzeptiere die neue Situation. Das heißt nicht, dass ich sie schon im Griff habe. Aber ich lerne, dass es, auch wenn es unbequem ist im Moment, ich lerne das zu akzeptieren. Ich passe mich langsam der Situation an.
Die Veränderung ist nicht mehr so schlimm. Ich erlerne neue Skills. Was heißt das? Vielleicht muss ich an meiner Technik arbeiten. Meistens ist es aber Skills im persönlichen Bereich. Ich muss lernen, Kritik anzunehmen. Ich muss lernen, damit umzugehen, dass ich vielleicht jetzt halt nicht mehr bei den U15 Elite spiele, sondern ich wurde ins U15 Top-Team verschoben. Und ja, das ist eine persönliche Herausforderung, der Skill, mit dem umzugehen, das zu akzeptieren und trotzdem noch gut zu sein oder umso besser noch zu sein, das muss ich jetzt lernen, weil ich möchte eigentlich U15 Elite, nicht U15 Top. Meine Komfortzone, die am Anfang, ihr habt vielleicht die erste Folie noch im Kopf, wo die Komfortzone klein links war, die erweitert sich, die wird größer, ich lerne dazu. Ich lerne persönliche Sachen dazu, mit Druck umzugehen, mit neuen Situationen umzugehen, mit Kritik von einem Mitspieler umzugehen, vielleicht auch vom Goalie-Coach. Ich bin zum Beispiel ein sehr direkter Goalie-Coach und es ist nicht immer angenehm, wenn ich mit Kritik komme, aber das muss auch gelernt sein. Ich kann mit neuen Umständen umgehen und alles in allem, ich lerne ganz viel dazu. Hätte ich nicht aus dieser Komfortzone raus müssen, hätte ich nie so viel dazu gelernt, wie wenn ich das eben immer wieder mache. Aber mache ich das von mir aus? Selten. Meistens gibt es einen Umstand, der mich dazu treibt. Zum Beispiel eine schlechte Phase oder ein Trainer, ein Goalie-Trainer oder eine neue Situation. Ich ziehe mit der Familie weg in einen neuen Wohnort, gehe in ein neues Team. Und das habe ich ja nicht selber gewählt. Also wurde ich eigentlich aus dieser Komfortzone rausgeschmissen. Habe das nicht selber gewählt. Aber trotzdem, nachher diese Komfortzone zu vergrößern, das muss ich selber machen. Auch wenn ich das nicht will. Vielleicht will ich es, vielleicht nicht. Die letzte Zone ist die Wachstumszone. Das ist eigentlich die neue Komfortzone. Ich setze diese neuen Ziele um. Ich finde die Erfüllung in dem, was ich mache. Ich habe Freude an dem, was ich mache. Ich beherrsche neue Skills. Wie gesagt, Persönlichkeitssachen. Ich kann jetzt plötzlich mit Druck umgehen. Ich kann damit umgehen, wenn der Torhütertrainer mich mal kritisiert oder wenn die Zeitung mich stark lobt, das ist auch ein schwerer Umstand, dann mit dem umgehen, kann ich dann trotzdem weiterhin gut spielen oder wirft mich das aus der Bahn. Alle diese Sachen habe ich dazugelernt. Meine Komfortzone hat sich verändert, die ist größer geworden. Ich lebe jetzt im Flow-Zustand, das heißt in einem Zustand, wo ich maximale Leistung abrufen kann. Ich bin stärker als je zuvor. Nur weil ich aus dieser Komfortzone rausgeschmissen wurde oder vielleicht persönlich selber mich verändern wollte und aus der Komfortzone raus. Ganz wichtig, die Komfortzone hat sich verändert und vergrößert. Aus dem Leben von uns Torhütern, Torhütertrainern, weil für mich stellt sich ja dann immer auch wieder die Frage, wie kann ich meine Torhüter auf Situationen vorbereiten, wo sie die Komfortzone verlassen müssen oder aus der Komfortzone rausgeworfen wurden? Hier ein Beispiel, nicht von mir, wie ich das mache, sondern von Jonas Hiller, wie er schmerzhaft die Komfortzone bei der Olympiade 2018 in Pyeongchang verlassen musste. Ich war damals dabei. Jonas hat sich als Nummer 1 herauskristallisiert. Er hat sehr überzeugt. So eine kurze Geschichte. Wir mussten in den Achtelfinal dort gegen Deutschland. Also alles oder nichts. Wenn wir gewinnen, kommen wir in den Viertelfinal. Wir wollten eine Medaille, haben dann aber diesen Achtelfinal 2-1 nach Verlängerung verloren. Jonas hat uns vor der Olympiade mitgeteilt, ich werde nach der Olympiade zurücktreten. Dementsprechend hat er ganz, ganz große Ziele. Wenn man das Bild anschaut, das ist gerade direkt nach dem 2-1 in der Verlängerung, sieht man schon an der Körpersprache an, Jonas fühlt sich da sicher nicht mehr in seiner Komfortzone. Ihm geht es hier nicht gut.
Für ihn war das ein Tiefpunkt, ein Problem. Also er hat seine Komfortzone, er wurde rausgeschmissen, er hat sie nicht freiwillig verlassen. Nun, wie gehe ich jetzt damit um? Und wenn man Jonas kennt oder alle großen Torhüter und Sportler, weiß man, dass die solche Situationen, weil sie es gelernt haben, weil sie immer wieder mit schwierigen Situationen umgehen mussten, die versuchen, das Positive aus solchen Situationen zu machen. Er hätte den Kopf in den Sand stecken können, Trübsal blasen, zurück in die Schweiz, die Saison schlecht beenden. Voilà. Er hat sich aber entschieden, daraus zu lernen, stärker zu werden und die Saison sehr gut fertig zu spielen. Hätte er gleich, kann man in einer solchen Situation gleich weitergehen, ist eine Möglichkeit. Ich ändere nichts. Mache ich irgendwelche Veränderungen, weil es gibt ja Gründe, warum man nicht erfolgreich ist, wenn man erfolgreich sein will, warum man gerade ein Ziel nicht erreicht. Kann mir vielleicht jemand dabei helfen? Analyse, das kann wehtun. Wir als Coaching-Staff hatten nach der Olympiade eine sehr harte, direkte Analyse zusammen mit unserem CEO und Sportchef. Wir haben sehr direkt analysiert, wir haben uns sehr gegenseitig kritisiert, aber in einer positiven Art versucht, die Situation als Wendepunkt anzuschauen, damit wir aus dieser Situation viel lernen und an der WM, die ja dann schon im Mai war, besser sein können. Schritte, Veränderungen haben wir eingeleitet, auch Jonas und alle, die dort waren, ich persönlich Schritte und Veränderungen machen müssen. Sie haben die Komfortzone verlassen, unfreiwillig, sich hart zurückgekämpft und so weiter. Also ihr seht hier, jeder Tiefpunkt, jedes Problem, das ist immer ein Rausgeworfensein aus der Komfortzone und jetzt kommt es darauf an, wie ich damit umgehe. Und damit junge Menschen, und jetzt komme ich zurück zum Coach, damit junge Torhüter lernen, sich in einer Liga festzubeißen, ist es sehr wichtig, dass sie in ihrer Jugend, bevor sie dann ins Haifischbecken National League oder Swiss League kommen, schon viele solche Rausschmisse aus Komfortzonen erlebt haben, dass sie gelernt haben, mit Problemen umzugehen. Häufig haben wir das Gefühl, es müsste alles immer eine gerade Linie sein, von A nach B. Das ist es nie. Sportler, die erfolgreich sind, Roger Federer, all unsere Torhüter in der National League, die haben ganz viele schwierige Momente erlebt. Und da geht es nun als Coach darum, wie unterstütze ich meinen Torhüter? Nehme ich ihm die Steine aus dem Weg oder lasse ich ihn auch mal gegen eine Wand fahren? Ganz bewusst, dass er dann lernen muss, selber wieder aufzustehen und das Problem zu meistern. Entschuldigung, Peter, ja. Entschuldigung, nur schnell, jemand hat deinen Bildschirm übernommen. Ich bitte euch, die Kamera abzuschalten, damit wir nicht gestört werden. Peter, probier noch einmal die PowerPoint aufzuladen, bitte. Also hat man jetzt gar nichts gesehen? Nein, jetzt sieht man wieder dich. Jetzt musst du wieder die PowerPoint einfach neu nehmen. Also, warte schon. Hat man bis jetzt gesehen, was ich gemacht habe? Alles hervorragend, ja, sehr gut. Nur jemand hat vorhin deinen Bildschirm übernommen, deswegen. Jetzt ist dann wieder gut. Ist das wieder gut? Jawohl. Jetzt hast du noch den die Folie. Ja, probier weiter. Bei mir sollte jetzt die Folie bis unten nach hart kämpfen, habe ich auf dem Bildschirm. Wir haben jetzt Tiefpunktproblem. Ich fliege aus der Komfortzone. Wie gehe ich? Ja, genau, das ist richtig. Sehr gut. Gut. Kann ich weitermachen? Ja. Du hast jetzt noch den Präsentationsmodus noch. Wir sehen die nächste Folie auch noch. Ja, Präsentationsmodus noch herausnehmen. Ja, wie mache ich jetzt das? Jetzt bin ich auch aus der Komfortzone geflogen. Das gehört dazu hier. Wie kann ich das, Ivan? Kannst du mir da helfen? Ja, Fenster P.
Also unten das Word-Fenster und dann P. Ja. Tastatur. Ja. Erweitern oder duplizieren? Duplizieren. Duplizieren, ja. Hat das geklappt? Nein, sonst gehst du nochmal raus und nochmal rein. So. So. Und jetzt? Ja, es ist immer noch. Geh mal auf rechte Maustaste bei dir. Ja. Sonst gehst du normal weiter. Es geht schon. Jetzt? Wie sieht's jetzt ist aus? Super, ja, perfekt. Ah. Sehr gut. Ich bin stehen geblieben beim Coach. Für alle Coaches, die zuhören, aber auch für die jungen Torhüter und Athleten, nicht entmutigen lassen. Ich brauche schwierige Momente in meiner Jugend als Sportler und als Mensch, um dann Situationen wie ein Tiefpunkt als Torhüter, ein Ausscheiden an einem Turnier oder ein nicht berücksichtigt sein für ein Spiel, was auch immer, um das dann meistern zu können. Also nie aufgeben, wenn es schwierig wird, im Gegenteil, das sind die Momente, bei denen ich wachsen kann. Da bin ich nicht mehr in der Komfortzone. Da lerne ich viel dazu. Beispiele aus eurem Leben. Ich bekomme kein Aufgebot für die Nationalmannschaft, obwohl ich das Gefühl habe, ich sollte eins bekommen. Ich habe wieder zwei Möglichkeiten. Ich stecke den Kopf in den Sand oder ich mache jetzt alles dafür, dass ich dazu lerne und analysiere, wieso habe ich kein Aufgebot und wie kämpfe ich mich zurück. Als Mensch, vielleicht muss ich an meiner Persönlichkeit arbeiten, vielleicht sind es aber auch hockeytechnische Sachen, die aufgearbeitet werden müssen. Oder das hier, Verletzung, im dümmsten Moment. Eine Verletzung kommt nie zu einem guten Moment, aber es gibt Momente, wo ich mich vielleicht als junger Torhüter die U15 oder in die U17 Nationalmannschaft hineingespielt habe und genau jetzt kommt die Verletzung. Da fliege ich aus der Komfortzone. Wie gehe ich damit um? Ich arbeite noch härter, um zurückzukommen. Ich muss lernen, geduldig zu sein. Ich muss lernen, positiv zu bleiben, auch wenn es schwierig ist und so weiter. Ich verlasse die Komfortzone. Sehr wichtig. Nicht, dass ihr euch verletzt, aber dass ihr lernt, damit umzugehen, wenn ich verletzt bin. Beispiel von Joren. Er wurde nach Kloten geschickt. Er hat eigentlich gedacht, er spiele in Davos. Und da kam dann dieser Herr Lindbäck aus Schweden. Da war Schill Sen und Lindbäck und hat keinen Platz mehr für Joren. Er wurde abgeschoben. Hans-Jürg Thiemeyer schaut auch zu. Er hat dann mit ihm gearbeitet in Kloten. Joren hat das nicht. Also er wurde aus der Komfortzone rausgeworfen, hat aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern ganz gezielt an seiner Persönlichkeit gearbeitet. Er ist ein guter Torhüter, war es schon dort und hat gelernt, mit dieser Situation umzugehen. Und wenn Joren jemals NHL spielen will, dann war das eine tolle Schule für ihn, weil wenn du in die NHL willst, du kommst nie direkt dort an. Umweg, AHL, Umweg, andere liegen, es ist schwierig. Und wenn du das jetzt lernst, ja, dann hilft dir das. Dann wird deine Komfortzone größer. Joren hat da sicher einen Vorteil gegenüber anderen Menschen. Und wenn ich Komfortzone anspreche, hat das immer mit mentaler Stärke zu tun. Und jetzt komme ich wieder zu den Coaches. Wie kann ich mit jungen Menschen arbeiten, damit sie mental stärker werden? Schwierige Frage. Ich kann Ihnen im Training Aufgaben stellen. Ich kann Ihnen im Spiel Aufgaben mitgeben. Ich kann für Sie Wochenaufgaben, zum Beispiel eine Challenge mit Einrad und Jonglieren. Du hast eine Woche Zeit, dann musst du das können. Er muss dann neben allem, was er hat, diese Aufgabe auch noch erledigen. Er muss das wollen. Er wächst mental. Ein kleines Beispiel aus der Praxis. Und für euch Torhüter,
Was heißt das? Mentale Stärke ist nicht, dass du nie wieder nervös bist. Das ist sogar normal, dass du ab und zu nervös bist und Angst hast. Das braucht dein Körper. Das bedeutet aber, dass du trotzdem gut spielen kannst. Und wenn du das nächste Mal nervös bist, reg dich nicht auf wegen dir selber, sondern nimm das als zusätzlicher Energieschub in die richtige Richtung und das hilft dir, damit du besser spielen kannst. Zu nervös hilft nicht, aber ein bisschen musst du immer sein. Dein Körper hat das aus der Evolution, aus der Geschichte der Menschheit so gelernt. Du lernst, deine Komfort immer wieder zu verlassen und zu erweitern. Das ist mentale Stärke. Beispiel. Das ist jetzt auch wieder für die Torhüter spannend. Ich kriege ein dummes Tor. Wir sind im Rückstand. Meine Beine brennen. Ich bin vielleicht ein bisschen müde, angeschlagen. Ja, wie kann ich jetzt gut spielen? Wenn ich gelernt habe, damit umzugehen, weil ich eben das mit einem harten Training und dann trotzdem gut trainieren gelernt habe, dass ich mit trotz brennenden Beinen noch spielen kann, habe ich das schon mal gelernt. Wenn ich als junger Torhüter in einem schlechten Team gespielt habe und gelernt habe, mit Rückstand umzugehen, habe ich das auch schon gelernt. Dort lerne ich mentale Stärke. Und bei diesem Beispiel jetzt, ich muss alle Hilfsmittel bereit haben, um bewusst im Hier und Jetzt zu bleiben. Es nützt nichts, wenn ich zurückdenke, oh nein, dieses Tor zwischen die Beine oder ah, von der blauen Linie hätte ich doch halten sollen. Hilft dir nicht. Auch nicht zu weit nach vorne schauen. Oh, nach 3 Minuten schon 3 Tore. Was hilft dir? Das heißt dann nach 60 Minuten 10 Tore. Auch das hilft nicht. Bleib bei im Moment. Jetzt. Was kannst du machen? Du kannst die Füße bewegen. Du kannst früh bereit sein. Du kannst die nächste Scheibe stoppen. Alles andere kannst du nicht beeinflussen. Und das kannst du im Training lernen. Das kannst du in Spielen lernen. Und wenn es mal nicht funktioniert, das nächste Mal machst du es ein bisschen besser. Komfortzone ist das, was man sich gewohnt ist. Komfortzone verlassen bedeutet, dass es sich nicht gut anfühlt, für niemanden, auch für Roger Federer nicht. Aber die haben gelernt, damit umzugehen und trotzdem gut zu sein. Das ist alles normal für uns alle. Aber je schneller du lernst, dazu zu lernen, je mehr hilft dir das, eine kurze Phase zu haben, was nicht so war. 98% der Bevölkerung bewegt sich im Inneren des Kreises. Wir wollen so sein wie alle anderen. Wir haben Angst, Unsicherheit, Langeweile, Sicherheit. Wir brauchen Sicherheit. Wir sind mit weniger zufrieden und so weiter. Die, die wirklich gut sind, die sind außerhalb von diesem Kreis. Die folgen, wenn ihr links oben schaut, ihren Träumen. Die vertrauen sich. Die probieren Neues aus, die versuchen glücklich zu sein, die suchen das Unbekannte, die lieben die Aufregung, die Nervosität, die lieben Veränderung, die leben ohne Limiten, weil die wissen, ich kann alles erreichen. Und so weiter. Willst du bei 98% sein, wo halt alles Durchschnitt ist und ich nie aus der Komfortzone raustrete, oder will ich speziell sein, will ich einer von wenigen sein, die mal in der National League spielen oder an einer Olympiade dabei sind, dann musst du die Komfortzone jeden Tag oder sicher mehrmals die Woche verlassen und mit diesem Verlassen wachsen als Mensch und als Sportler. Somit komme ich ans Ende mit meiner Präsentation und jetzt kommt dann der spannende Teil mit den 2 Torhütern. Die Komfortzone zu verlassen, ist mit viel Arbeit verbunden, vergesst das nie. Wenn du da bereit bist dafür, dann wirst du erfolgreich sein. Wie die 2 Beispiele, die neben mir sitzen und jetzt übernehmen. So, Tömu, ist alles so, gut so? Wie sich's gehört. Hören wir uns später wieder. Danke. Du musst gut übernehmen. Merci.
Ciao zusammen, ich bin der Robert Meyer. Merci vielmals Thomas Bäume und der Schweizer Hockeyverband, dass wir da dürfen dabei sein und ich möchte euch ein bisschen erzählen von meinem Leben und von meiner Karriere, wie das so war, wo ich aus meiner Komfortzone rausgekommen bin, wo es am schwierigsten war und wo ich denke, dass ich am meisten dazu gelernt habe. Anfangen würde ich glaube ganz am Anfang, als ganz am Anfang nicht, aber als 12-Jähriger, wo ich bei mir als Chur eigentlich angefangen habe, Hockey zu spielen. Dort aufgewachsen bin, mich entschieden habe, zum Goalie werden. Ist natürlich ein bisschen Komfortzone gewesen. Ich bin Goalie geworden, es war schön gewesen. Dann mit 12 in der Mini, es war eine Mini gewesen, dazu mal, ist Mini auch in Chur und in Chur haben sie mich nicht wollen und dann haben sie mich auf Flims geschickt. Dann habe ich müssen mit 12 auf Flims rauffahren, meine Mutter eben mir so rauffahren, so ist irgendwie mit dem Bus raufgekommen. Das war natürlich das erste Mal für mich, wo wirklich aus einer Komfortzone gekommen bin und mit 12 dann gedacht habe, ja, jetzt wird es schwierig, soll ich das weitermachen oder soll ich das nicht weitermachen. Für mich war wichtig, dazu mal, ich habe Hockey gelernt und ich hatte ein Ziel, dass ich im Eishockey natürlich, wenn man sieht, eben Nazi A-Goalies und so, willst du auch so etwas werden? Willst du auch in der Nazi A spielen? Willst du in der Nationalmannschaft spielen? Vielleicht mal in der NHL spielen? Und das war eine schwierige Zeit für mich. Und dann habe ich mich entschieden, aus eigentlich meiner Komfortzone von zu Hause zu leben, mit 12 auf Kloten zu wechseln. Die haben einen Goalie gebraucht, um in der Mini Top zu spielen. Da durfte ich eigentlich von der Mini B in die Mini Top gehen. Dann bin ich auf Kloten gekommen und mit sehr viel Glück dann dort mich können, bei der Mini Top weiterentwickeln. Auch sehen da, der Team Meyer ist dabei, mit dem ich war mein Goalie-Trainer dazu mal. Und, Simon Pfister, der da ist, war in der Nazia Ersatzgoalie, als ich 16 war. Und leider hat sich dort der Simon Pfister verletzt und ich habe eine Chance bekommen, zum Nazia Ersatzgoalie zu spielen. Und das war natürlich etwas unglaublich Schönes für mich, so früh dürfen dabei sein, dazu lernen können. Und dann ist ein Entscheid gekommen, ich durfte auf Kanada gehen. Und für mich ist das natürlich auch wieder. Es war Euphorie, es war eine Komfortzone. Nicht wirklich Komfortzone, aber es ist Euphorie gekommen. Und dann durfte ich auf Kanada gehen mit 17. Aber eigentlich auch aus der Komfortzone. Ich konnte kein Englisch können, ich musste alles nochmal neu lernen. Bin auf Kanada gegangen und eine sehr schwierige Zeit gehabt. Und dort habe ich gelernt, eigentlich, was das heisst, sehr viel Druck haben, aus der Komfortzone rauszukommen, mich weiterentwickeln müssen, wenn es wirklich nicht gut geht. Du bist in einer Gastfamilie, du verstehst nicht alle richtig, das ist wirklich aus der Komfortzone. Das Einfachste wäre für mich gewesen, gut, jetzt gehe ich wieder zurück in die Schweiz, aber ich hatte ein Ziel gehabt, und dort habe ich gelernt, was das eigentlich heisst, aus der Komfortzone rauszukommen. Wie tue ich das identifizieren, dass ich aus der Komfortzone raus bin? Ich glaube, es kommt so, du hinterfragst dich alles auf einmal. Also aus einer Goalie-Perspektive auf einmal hinterfragst, habe ich den Entscheid richtig gemacht? Ist das richtig gewesen, dass ich über bin? Mache ich das Richtige? Ich spiele nicht gut? Wie geht es weiter? Du fühlst dich eigentlich, dass alles zusammenbricht um dich herum. Und dort habe ich gelernt, dass das eigentlich wie das Benzin ist. Wenn du dich so fühlst, dann denkst du, gut, das ist genau das, was ich brauche. Weil jetzt kannst du nur noch eins geben. Es ist nur noch eins, was du machen kannst. Und das ist wirklich nochmal härter arbeiten,
Vielleicht heisst das, dass du nicht gut spielst, dass du dich nicht gut fühlst. Jetzt musst du aus der Komfortzone rauskommen, jetzt musst du in den Lernprozess reinkommen. Und der Lernprozess ist ein sehr schwieriger Prozess. Es ist eigentlich der schwierigste für mich Prozess, weil dann musst du alles nochmal aufschrauben. Dann musst du alles überall nochmal drauf tun, nochmal extra nochmal in den Kraftraum gehen, nochmal extra nochmal in ein Training gehen. Und das ist eine sehr schwierige Zeit. Und dann kommt, und auf einmal wird es besser. Und dann werden kleine Schritte, wirst du spüren, dass die kleinen Schritte, die du machst, die du führen gehst, kommt es immer besser. Und das ist so ein, wie sagen wir, die Zone, wo du drin bist, ist auf einmal gewünscht du das Spiel, auf einmal in den Medien sagen jetzt kommt er. Jetzt, und das sind so kleine Sachen, wo du dich extra pushen und weiter führen gehen. Und für mich war es so, es ist nicht gut gegangen und nachher auf einmal habe ich dann das Montreal unterschrieben, dann habe ich dann mal für die AHL gehen, dann sind auch wieder schwierige Zeiten gekommen. Und aus der Komfortzone als Goalie kommst du eigentlich fast jede Woche. Jede Woche kommt eine schwierige Zeit, vielleicht mal ein schwieriger Match, vielleicht fühlt sich der Körper nicht gut. Und dort ist es wichtig, dass du weißt, dass all diese Sachen dir nur extra Sachen dazugeben, also so eine extra dazu lernst und die weiterbringen im sportlichen Bereich, im menschlichen Bereich. Und was ich noch dazu wollte sagen, bevor ich auf den Vos gekommen bin, bin ich in Genf 6 Jahre und dort habe ich mich sehr wohl gefühlt. 6 Jahre in Genf, meine Frau hat sich wohl gefühlt, ich habe mich wohl gefühlt, ihre Mannschaft, ich bin dort schon ein bisschen, nach 6 Jahren als Goalie weißt du schon ein bisschen, wo du stehst, wo du bist. Und dann ist meine Zielsetzung gekommen, was will ich noch erreichen als in meiner Karriere oder als Mensch im Allgemeinen. Und dann habe ich gedacht, du hörst immer von Davos, die arbeiten so hart. Und dann habe ich gedacht, dort will ich reingehen. Und wenn bei mir etwas sagt, Das sollte ich nicht machen, dann weiss ich, gut, das ist ein bisschen mein Cue, der sagt, das musst du genau machen. Das ist genau das, was dich weiterbringt, wenn du dir sagst, das ist schwierig. Das ist etwas, wo, das will ich nicht machen. Und wenn es so, wenn ich in dem Moment drin bin, dann weiss ich, genau das muss ich machen. Und das war ein bisschen der Entscheid für mich. Gut, jetzt gehe ich auf Davos, es wird nicht einfach, es wird schwierig. Und das war das, was ich gewusst habe, am Schluss wird mich das weiterbringen. Das war genau das, was mich in meiner ganzen Karriere immer so weitergebracht hat. Und das ist etwas, aus der Komfortzone rauszukommen, ist genau die Lernzone, wo du nachher weiterkommst als Goalie. Ja, und, super. Ja. Cool. Robi, schnell eine Frage. Was hat geändert? Oder was hat geändert jetzt im Vergleich zu Genf, jetzt in Davos? Kannst du ein Beispiel machen, jetzt zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Peter Mettler? Ja, klar. Den Peter habe ich kennt von aus der Nazi her. Mhm. Ich wusste, dass er eben ein sehr direkter Goalie-Trainer ist, wo dir genau sagt, was los ist. Wenn du jetzt einen Scheiß machst, dann sagt es. Und wenn du etwas gut machst, sagt es auch. Für mich ist es wichtig, dass ich zu einem sehr guten Goalie-Coach gehe. Und darum war das Entscheid, dass ich auf Davos komme, weil ich gewusst habe, dass der Peter mich weiterbringen kann. Super. Ja, vielen herzlichen Dank. Kein Problem. Merci vielmals, dass ich das mitmachen darf. Merci, Thomas. Cool. Und ich bitte Sandro. Sandro, ja, cool. Ja, ciao zusammen. Ciao, Sandro. Merci, darf ich da sein?
Ich denke, ich werde meinen Werdegang machen, tue euch den erklären und dann über ein Ding von mir reden. Ich habe mit 4 Jahren angefangen in Wisle, Worb, bin dann auf Langnau bis etwa 15. Dann bin ich 3 Jahre auf Österreich, danach 3 Jahre auf Amerika, dann 3 Jahre im Zug und jetzt mein 2. Jahr in Davos. Was ist für mich Komfortzone? Komfortzone ist, wenn ich einfach in meinen eigenen 4 Wänden bin, meine gewohnten Leute, mein Umfeld, kein Ehrgeiz, einfach alles einfach passt. Das Schöne am Ganzen ist, du hast nichts zu verlieren. Du kannst nie verlieren eigentlich. Aber das Traurige ist, du kannst auch nie gewinnen. Und ich verliere lieber einmal mehr und lerne daraus, als ich gar nie eine Chance habe, zu gewinnen. Jetzt zum kleinen Beispiel. So mit 15, für U20 Elite hat es dann bei mir eigentlich nicht gelangt. Die Schweizer Nazi war eh nie eine Frage. Viel darüber geredet, ja, hey, pro Jahrgang schafft es etwa 3, 4 bis ganz suchen. Mach eine Lehre, mach dir einen sicheren Weg. Tu etwas, dass du etwas so, also dass du mit kannst leben. Ich habe auf das gehört, bin gegangen schnuppern aus dem Maurer, habe dort die Lehrstelle bekommen. Und irgendwie haben wir es noch nicht gepasst. Ich wollte schon sagen, ja, lass, ich höre jetzt mit Hockey auf, gehe jetzt in die Lehre und ja, lass das alles hängen mir. Da habe ich entschieden, auf Österreich zu gehen, mit 15, ja, dort jetzt Gymi zu machen und Hockey gleichzeitig, um ja, mir selber eine zweite Chance zu geben, doch noch mir irgendwie können, Buchen zu arbeiten in der Swiss League oder auch der National League. Jetzt. Klar, du hast sehr viel, wo du verzichtest. Ich meine, 15, 16, das sind genau die Jahre, wo du in Ausgang warst, wo du Freude hast mit deinen Kollegen und Party oder irgendwie, du hast deine Freunde zusammen, wo du fortgehst, du hast Familie, was passiert wo, was passiert dort, was passiert nachher, wenn ich zurückkomme. Das ist natürlich sehr viel, was du einfach nicht weißt. Du hast alles ungewiss und alles, was du verzichtest drauf. Aber schlussendlich gewinnst du etwas mit dem, dass du eben deine Komfortzone verlässt. Du kommst in die Angstzone und in die Lernzone. Du kannst nicht Papi anrufen, hey Papi, kannst du mir heute Schuh fahren, mein Velo hat keine Luft mehr. Nein, der Papi ist irgendwie 12 Stunden weiter weg von dir und irgendwie musst du jetzt halt eine Lösung finden, dass du das selber machst. Das Leben ist eigentlich immer, bist du vor Ding gestellt, ob du die Komfortzone verlässt oder nicht. Viele Leute auf dem Weg sehr häufig sagen, los, es ist fast unmöglich, es ist nicht machbar. Und das ist genau das, was mir dazu gezwungen, also eigentlich gebracht, um eben den Leuten zu sagen, doch, es ist eigentlich machbar, egal wie schwer das ist. Klar, das Risiko ist extrem gross, dass du plötzlich das verlierst und einfach irgendwann sagst, ja, jetzt, es geht nicht. Aber für mich war einfach das grosse Abenteuer viel wichtiger gewesen, als einfach alles herzuschiessen und sagen, ja, es geht eh nicht. Ich sage auch nicht, dass einfach rein mit der Komfortzone rauskommst, dann irgendwie in die Swiss League oder in die National League, also in die National League kommst. Das braucht sehr viel Glück und du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ich meine, ich habe mit sehr viel Glück und genau am richtigen Ort, am richtigen Ort gewesen. Aber ich habe mir selber durch das, also die Komfortzone dann in 15 Jahren verlassen oder auch vielleicht mal eine zweite Chance gegeben oder eine Chance gehabt, das Glück zu erzwingen, genau hier zu sein. Ja. Das ist etwas in meiner Inputs, die ich euch geben wollte und mit euch darüber reden. Ich hoffe, ihr könnt etwas damit anfangen. Ja, vielen Dank. Das war sehr, sehr interessant. War übrigens auch schon interessant vor 2 Wochen, als Sandra bei uns in der U15 dabei war, in den Online-Workshops über die Persönlichkeit. Jetzt würden wir gerne die Fragerunde noch eröffnen. Vielleicht hat noch der eine oder auch die andere eine Frage an die drei. Die sind jetzt noch da. Eine super Möglichkeit. Auch die jungen Torhüter können das Mikrofon einschalten und eine Frage stellen. Wer möchte beginnen? Hallo. Ja, hallo. Wer ist da? Der Patrick Schönfeld. Ja, Patrick, super.
Und zwar hätte ich eine Frage, und zwar, weil bei mir ist es manchmal so, weil ich hatte erst letztens in der Saison so einen Trainer, der hatte nur gegen mich was, also der mochte nur mich nicht. Und so, und was was ist halt das Beste, weil dadurch hat er mich auch weniger spielen lassen und so, und das fand ich halt schon nicht so schön. Ja. Peter, möchtest du da antworten? Ja, lieber Patrick, ich weiß nicht, ob die Frage an mich gestellt ist, aber der Trainer hat mich nicht zurückgeworfen. Ist das dein Gefühl oder ist das wirklich so? Und was kann ich dagegen tun? Grundsätzlich kannst du ja nicht beeinflussen, ob er dich gerne hat oder nicht. Aber was du beeinflussen kannst, lieber Patrick, sind deine Trainingseinstellung, deine Leistung auf dem Eis, neben dem Eis, deine Einstellung, wie du den Coach siehst. Siehst du in ihm einen Gegner oder etwas Negatives? Oder kannst du lernen, ihn trotz allem gerne zu haben und ihm jeden Tag im Training zu zeigen, hey Coach, ich bin da, ich mache alles dafür, dass du nicht um mich herumkommst. Also du kannst ja nur das beeinflussen, was du wirklich tun kannst. Und wenn er dich dann immer noch irgendwie nicht mag und nicht einsetzen will, ja, dann ist das der Weg, den du halt durchmachen musst, um dann später irgendwo bei einem nächsten Coach erfolgreich zu sein. Weil dich macht dann nicht mehr vieles so nervös, weil du hast dann gelernt, diese Situation positiv umzusetzen und hart zu trainieren und einfach bereit zu sein, wenn du dann das nächste Mal die Chance bekommst. Ist deine Frage beantwortet oder möchtest du noch von den beiden hören? Also meine Frage ist beantwortet und ja, eigentlich habe ich eine gute Antwort bekommen. Danke Patrick, schön bist du dabei. Sehr Ciao. Gut. Ciao. Tschüss. Patrick, jetzt haben wir noch Philipp Grittner, möchte noch etwas fragen. Er hat die Hand hoch. Ja. Ja, servus, hört ihr mich miteinander? Ja, hallo. Okay, super. Ich habe mal eine Frage und zwar, ich hatte mal das Problem, dass quasi bei dem ersten Schuss, dass man da extrem unter Druck gestanden hat, wenn da reingegangen ist, dass es quasi wirklich in eine spielentscheidende Situation gegangen ist, dass man kontinuierlich diesen Gedanken hatte, quasi, dass der erste reingeht, dann ist das Spiel schlecht. Das wurde mir mal so eingeprägt, deswegen habe ich das immer noch im Kopf. Das ist zwar meistens nicht so, aber da ist jetzt meine Frage, wie gehen die Torhüter damit um? Wenn der erste Schuss, sage ich mal, das ist ja eigentlich ein Ding, was die Zuschauer, die Torhüter immer halten wollen. Aber wenn so ein Ding halt einfach unmöglich zu halten ist oder so, wie geht dann der Torhüter, also eure Torhüter quasi mental damit um, diesen ersten Schuss, dieses erste Tor in der schnellen Minute zu verarbeiten? Ich verlasse mal und ich gebe dir einen Torhüter an. Ja, super. Also hallo, wir hatten ein Spiel, das letzte Spiel, der erste Schuss ging rein. Jetzt ist es so, es ist sehr schwierig, wenn du in diese Zone reinkommst, wo du denkst, ach, es ist der erste rein, jetzt wird das ganze Spiel schlecht, dann wird es so passieren. Es ist meistens so, wenn du denkst, ach, wenn der erste Schuss reingeht, dann habe ich Angst auf den zweiten Schuss und dann bist du schon mental zurück im ganzen Spiel. Ich sage mir immer, wenn der erste Schuss reingeht, ich habe mal gelesen, dass Ebischer im ersten Spiel in der NHL, der erste Schuss war ein Tor und dann hat er kein Tor mehr bekommen und er hat das Spiel gewonnen. Darum kannst du dir immer, im Kopf kannst du immer alles umdrehen. Also dann sagst du dir, gut, der erste Schuss ist rein, es ist passiert, es ist fertig, jetzt musst du nach vorne schauen. Ja, sehr gut, ja. Ich glaub, ist das so beantwortet, Philipp? Ja, sehr, sehr gut. Also war mal schön, quasi mal eine andere Sicht zu sehen, beziehungsweise wie ihr das alles so umdreht in das Positive, kann man nur daraus lernen. Vielen Dank für das Feedback. Ja, ich glaube, die Gefühle, so diesen normal. Die habe ich auch. Also das erste Gefühl ist immer, scheiße, das Spiel wird sehr schwierig. Aber dann muss man anfangen, umzudenken. Und das ist
das ist einfach so und das ist ganz normal, dass du so denkst. Okay, danke dir. Ja, dann aber eine weitere Frage noch von Luca Cartier. Ja, hallo. Hallo. Und zwar paar Mal, also so vor dem Spiel und so, kommt der Stress immer ein bisschen sehr hoch. Und ich weiß nie, wenn ich jetzt sollte, halt wie runterkommen und halt mental vorbereiten. Also ich kann wie so Übungen machen und ja, dass der Stress auch runtergeht. Mhm. Luca, von wem willst du eine Antwort? Ja, ich glaube am besten von dir. Oder von dir? Von Golis. Gut. Erstens mal, es ist normal, dass man nervös ist. Du dich nicht verurteilen für das. Der Robi ist nervös vor dem Spiel, der Sandro ist nervös vor dem Spiel. Ich nicht mehr so, weil ich muss den Böck nicht mehr haben. Aber das ist normal. Du dich nicht verurteilen. Du brauchst das, um erfolgreich zu sein. Weil sonst kommst du in eine negative Spirale. Oh nein, jetzt bin ich nervös. Nein, ich dubbel. Wieso bin ich jetzt nervös? Und dann nimmst du dir so viel Energie weg. Ja. Und ja, versuch mit Atemtechnik. Man kann, indem dass man tief einschnauft, tief ausschnauft, kann ich den Puls regulieren. Vielleicht hast du eine Pulsuhr. Und du mal so ein bisschen mit Atemtechnik üben, wie bringst du deine Pulse ein bisschen runter? Ich kann meine Gedanken steuern. Ich kann denken, oh nein, wenn der erste Schuss hineingeht. Oder ich kann denken, hey cool, der erste Schuss, der happy. Und wenn du dir das immer und immer wieder einredest, irgendwann glaubt dein System dir das. Wie das System auch glaubt, wenn du dir immer wieder einredest, oh nein, ich dubbel, ich bin nervös, oh nein, der erste Schuss, oh nein. Das kann man kehren, mit Gedanken kehren, mit auch aussprechen mal. Du kannst auch mal sagen, hey, der erste Hebi, mal der erste Hebi. Ich fühle mich gut, ich bin nervös, aber ich brauche das. Atemtechnik und so weiter. Und das, was ich meinen Goalies immer sage, Hockey ist so ein cooler Sport. Versuch es mal mit einem Lächeln, wenn du aufs Eis gehst. Statt sich verziehen, tu mal lächeln. Geh mal raus. Hilft dir die Antwort, Luca? Ja, ist gut. Danke dir vielmals. Willst du noch einen Goalie haben oder ist das gut für dich? Ja, wenn ein Goalie zu etwas dazu sagen. Also. Ja, das kann ich. Ja, es hilft vielleicht jetzt jedem auch, also nicht, vielleicht nicht nur mir. Also. Ja. Also, ich gebe dir das andere noch schnell. Jawohl, gut. Ja, also lasst ihr das immer auch noch. Also das wird auch nie weggehen, so etwas. Aber ja, ich glaube, der Mitt lernt einfach damit umzugehen. Jetzt versucht einfach mit dem, es gehört echt dazu. Mhm. Was willst du? Ich meine, ändern kannst du es eh nicht, also akzeptierst es. Also musst du fast akzeptieren. Ich versuche eigentlich mit mir selber ein bisschen Spiele zu spielen, um mich ablenken. Zum Beispiel gerade Tutak spielen oder gerade jonglieren. Oder sonst irgendwie mit dem Reaktionsbau, um einfach mehr der Tier durch abzudenken. Wenn du in die Kabine kommst, du die anlegen und dann von denen bist du eh gewusst, kommst du in die Flowzone oder einfach wirklich nur zu hocken, also versuche ich in den Kopf zu nehmen und die Nervosität ein bisschen abzulegen. Das kommt dann bei mir sofort beim ersten Schuss. In der ersten Schuss habe ich gehabt, es hat vielleicht erst der zweite oder der dritte, kann ich meistens die Nervosität sehr gut weglegen. Ja, sehr, okay. Sehr gute Antwort. Ja. Danke vielmals. Vielen Dank. Ja, dann machen wir noch die letzte Frage von Gianluca Pellicci. Hallo. Hallo. Also ich bin jetzt in einem guten Club. Ja. Ich bin auch sehr wohl mit den Mitspielern. Und ich würde dann jetzt wechseln zum Weiterkommen. Den Club wechseln. Wäre das ein guter Entscheid? Ja, du nochmal. Ja, ist immer schwierig. Letztendlich ist das dein Weg, dein persönlicher Weg. Wenn du mit 30 zurückschaust und sagst, los, das war ein guter Entscheid für mich. Ich kann dir schlecht sagen, was ist gut und was ist schlecht für dich. Ich meine, wenn du das mit Überzeugung machst, ist jeder Weg gut. Ich meine, jeden Weg wirst du in Steine drin haben. Ich glaube, das haben wir gehabt, du hast nie von A bis B können durchlaufen. Das geht gar nicht. Du wirst Steine im Weg haben. Ob das der beste Weg ist, das ist schlussendlich wahrscheinlich. Ja. Wirst später mal sehen. Es ist schwierig, darauf Antwort zu geben. Ja, und ich glaube,
vielleicht kannst du dir auch mal überlegen, was spricht in deinem Club dafür oder und Pro und Contra und dann, was hast du im anderen Club, wo dich vielleicht besser machen kann. Das sind diese Möglichkeiten, die wir sicher geben können. Wo, ja. Peter, möchtest du noch etwas sagen? Oder? Ja. Wie alt bist du, Gianluca? Zeni. Ja. Das andere hat es vorher gesagt, es muss dein Weg sein. Ich persönlich finde Zeni ein bisschen früher zu den Club wechseln. Weil du bist in einem Alter, wo man einfach Freude haben muss und spielen und Schlittschuh fahren und mit einem Lächeln aufs Eis gehen. Und da ist ja gewinnen oder verlieren oder in einem Club spielen wie der SCB oder der HCD oder bin ich bei Wiesla oder bei EHC Seewen, das trifft, das kommt nicht darauf an. Wenn dann irgendwann in deinem Leben an einen Punkt kommst, wo es nur ein U15A gibt, aber du eigentlich gut genug bist, zum U15 Elite zu spielen, ja, dann musst du dir überlegen, ob du den Club wechseln willst. Weil dann kommst du vielleicht nicht mehr weiter, wenn du U15A spielst. Aber jetzt, lieber Gianluca, mit 10, würde ich dir den Rat geben, bleib bei deinen guten Freunden, genieß dort, wo du spielst und warte noch ein bisschen. Ja? Du machst den Weg auch, wenn du jetzt bei diesem Club bleibst und einfach mit Freude Hockey spielen. Das ist meine Meinung. Ja? Aber nochmal, es muss dein Weg sein, wo du für dich und mit deinen Eltern zusammen musst wissen, was du genau willst. Ja, super. Eigentlich wollten wir beenden. Wir haben schon überzogen. Jetzt hat noch Markus Graf noch eine Frage. Die nehmen wir noch. Markus? Ja, hallo zusammen. Ich habe keine Frage, sondern ich freue mich, was da abgeht. Ich freue mich, die vielen Goalies, die sich da weiterbilden. Und natürlich vielen Dank an alle Profis, die da mitmachen. In diesem Sinne, coole Session. Und eine Antwort habe ich noch für Gianluca vielleicht als Ergänzung. Es ist nicht die Frage des Wechsels. Wenn du besser werden möchtest, sie haben es dir schon gesagt, aber frag doch deinen Club oder deinen Coach, bekomme ich einen Goalie-Trainer? Kann ich irgendwo etwas lernen? Habt ihr eine Idee? Ich möchte. Und dann siehst du, ob der Club dir hilft oder nicht. Das wären für mich so die nächsten Schritte. Super. Danke, Küsi. Macht's gut. Danke. Vielen Dank, Markus. Danke. Ja, wir haben eben schon überzogen, aber ich glaube, man sieht auch an der Anzahl, es sind immer noch 67 Teilnehmerinnen und Teilnehmer drin, die sehr interessiert zuhören. Ich glaube, wir könnten noch verlängern, ich glaube, noch eine Stunde. Die Fragen kommen immer mehr, aber auch gegenüber unseren Referenten. Wir haben das gesagt, eine Stunde, und jetzt möchte ich euch dreien ganz herzlich danken, Peter, Robert und Sandra, für euren super Input. Ein sehr interessantes Thema, wo uns alle angeht, sei es Athlet, Coach oder eben Funktionär. Wenn wir einen Schritt machen wollen, müssen wir die Komfortzone verlassen. Vielen herzlichen Dank euch. Ich möchte noch kurz etwas schnell zeigen. Eine kurze Vorschau. Ciao zusammen. Bleibt nur noch, könnt schon noch so. Ciao. Voilà. Ich muss nicht der sein, der im Rampenlicht ist. Ich muss nicht der sein, der die Vorderste irgendwie geht, blöde Sachen erzählen. Ich will dann etwas sagen, wenn es etwas zu sagen gibt. Und dann hören wir alle zu. Ja, vielleicht noch kurz eine Werbung. Hey, Leonardo Cennoni hat sicher etwas zu sagen. Er wird in einer anderen Form, Webinar wird das sein, unter der Leitung von Markus Graf. Ich werde dort sicher auch dabei sein. Am Donnerstag, am 21. Januar von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr dabei sein möchte, soll sich doch dort anmelden. Es sind kleine Kosten, 15 Franken. Kommt dabei, kommt hinein und ja, ihr werdet sicher auch die Möglichkeit haben, schriftlich in diesem Fall Fragen stellen an Leonardo Cennoni. Sicher eine super Sache. Und ja, in diesem Sinne möchte ich euch nochmals herzlich danken.
allen und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.